Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Ja, und wie man sehen kann, es ist hellichter Tag und es liegt verdammt viel Schnee und unsere Jungs sind gerade mal einen Schneemann am Bauen, weil sie haben Schnee frei. Yeah! Also insofern ganz gut, nach der langen Party und allem können sie sich ein bisschen ausruhen, obwohl ich habe sie trotzdem früh aus dem Bett geschmissen, weil ich ja dachte, sie hätten Schule. Nun gut, Volker ist auf der Arbeit, Servo ist auf der Arbeit. Melissa lernt gerade lebenslange Zufriedenheit, muss sich aber auch gleich mal fertig machen, weil wir wollen shoppen gehen. Und Anna ist mit den Hausaufgaben fertig. Ja, toll, dann komm doch runter und mach vielleicht eine Runde mit. Willst du auch mit deinen Brüdern hier bauen? Oder willst du lieber noch ein bisschen Fernsehen gucken? Das könnte auch sein. Du kannst auch kurz mal Fernsehen. Ich glaube, das bringt mehr, als mit dem Ding da zu spielen. Dann mach das schnell. Die beiden sind, wie gesagt, draußen bauen Schneemann. Und wenn dann Anna auch soweit ist, gucken wir mal, dass wir dann Melissa anziehen und in die Stadt fahren. Entschuldigung. Um eben noch ein paar Klamotten zu kaufen. Den nächsten Tag hier im Spiel werden wir dann in den Urlaub abmarschieren. Ja, sehr schön macht ihr das. Gibt es da jetzt auch noch eine Nase dran und irgendwas drauf und ein paar Kohlstückchen? Jawohl, das sieht genauso aus. Oh, prima. Ist das nicht ein wunderschöner Schneemann? Habt ihr toll gemacht. Habt ihr echt toll gemacht. Ihm ist schon ein bisschen kalt, aber du kannst ja trotzdem nochmal mit ihm reden. Und sagen, Dankeschön, dass du das mit mir gemacht hast. Ich mag übrigens auch Bastelarbeiten. Ne? Ja, ach, das ist doch wunderbar hier. Die zwei verstehen sich super. Gut, dann würde ich sagen, geht ihr aber auch wieder rein, sonst erfriert ihr mir hier noch. Das wollen wir ja nicht. So, muss noch irgendwer auf Toilette oder hat noch einer Hunger oder keine Ahnung. Kannst ja mal hier hingehen. So, du gehst dann auch hier hin. Zack, rein mit dir. Genau, du kannst hier mal benutzen und Hände waschen. So, auch rein mit euch, bevor es euch zu kalt wird, ne? Ja, schön. Ach, du hast ja immer noch deine Klamotten Schlafanzug an. Jetzt hat er den grünen, das muss ich dann auch noch umändern. Okay, im letzten Part habe ich ja auch versucht, ein paar Sachen zuzuordnen. Gut, dann würde ich sagen, Mama hört mal bitte auf zu lesen und zieht sich bitte was an und bestellt ein Taxi. Jo, wer hat behauptet, Fernsehen macht dumm? Was haben wir gekriegt? Ein Kochpunkt. Ach, Anna guckt eine Kochsendung oder wie? Ist ja der Hammer. Okay, und du, Junge, gehst dich bitte auch noch umziehen. Auch umziehen, Alltagsklamotte. Wir brauchen hier dringend mal ein... wo ist denn das Telefon? Ach, hier. Anrufen, Taxi rufen, bitte. Nee, Melissa, ich habe dich gerade ordentlich angezogen. Was machst du schon wieder in deinem... Egal. So, wir fahren jetzt. Das ist mir dann egal, wie ihr alle ausseht und was ihr alle macht. Oh, er spielt am Puppenhaus. Ja, cool. Sehr fein. Und du ziehst dich erstmal an. Und wir wollen mit den Kindern, genau, mit Alex, Anna und Pollux. Servo ist auf Arbeit und Volker ist auf Arbeit. Insofern alles gut. Ja, du kannst hier auch noch ein bisschen mitmachen. Das ist in Ordnung. Schadet ja nichts, ne? Und du kannst auch, wenn du willst, ein bisschen mitmachen. Was machst du denn? Jetzt hat er auch schon wieder die Sachen an. Junge, komm. Ich meine, ihm steht das Grün-Gelbe aber auch super gut. So, Bella Donnerbucht. Warte mal, da war Gertis feiner Zwirn. Fühlst du dich wie eine Königin, wenn du bei Gertis... Du fühle dich wie eine Königin, wenn du bei Gertis Feinnetzwirn einkaufst. Unsere Auswahl ist so unendlich wie das Firmament. Oh, das klingt gut. Und eine solch hohe Qualität wie bei uns findest du sonst nirgendwo auf der Welt. Klingt gut. Was haben wir sonst noch? In und out? Was ist in, was ist out? Ist schon bald wieder in. Designerin Isabel Nosella präsentiert ihre neuesten Kleiderkollektion in zahlreichen Filialen rund um den Globus. Ich erkenne halt auf diesem Bildchen kaum etwas, das ist das Problem. Dann haben wir noch diese Boutique Chez Pierre. Verpasst dir den ultimativen Look, ohne dir das letzte Hemd zu rauben. Eine bessere Preis-Leistungs-Verhältnis findest du nirgendwo. Könnte man auch machen, aber irgendwie glaube ich, wir gehen mal in den feinen Zwirn. Da war ja das echt soweit ganz gut. Genau, das machen wir auch.
Gehen wir heute mal dahin. Wir gehen einkaufen für unseren Kleinen. Nee, das ist schon okay. So, pass mal auf. Genau, wollte ich gerade sagen. Ihr alle bitte Richtung Auto. Du und du bitte auch. Ja, gut, alle. Und keiner macht den Kühlschrank aus. Oh Gott, der Pinguin hat mich eben total aus dem Konzept gebracht. Keiner macht den Fernseher aus. Ja. Hallo, Pingu. Oh, hast du nur den komischen Schneemann hier vorne gesehen? Das ist aber der falsche. Dahin steht ein viel hübscherer. Ah, schade, dass man die nicht... Ich weiß es gar nicht. Ich habe es nie ausprobiert, ob man die anzupfen kann im Baumodus und dahin stellen kann, wie und wo man möchte. Ja. Oh Gott, und was kommt jetzt? Entschuldigung. Volker, es ist ein ganz normaler Tag auf der Arbeit, bis ein Kollege Volker zu einem Daumen-Wrestling-Wettbewerb herausfordert. Ui. Soll Volker die Herausforderung annehmen oder ist das einfach zu kindisch? Ach, kindisch gibt's nicht. Wir nehmen die Herausforderung an. Mal gucken, was passiert. Vernunft zahlt sich immer aus. Hm. Gerade als Volker freundlich, aber bestimmt die Herausforderung ablehnt. Ich wollte doch eigentlich annehmen. Na gut, egal. Kommt die Chefin vorbei. Sie lobt Volker, dass er die Situation so vernünftig gehandhabt hat und ist der Meinung, er habe mehr Verantwortung verdient. Volker wird befördert. Ja, cool. Kann der überhaupt noch befördern? Ach ja, doch, er ist ja kriminelles Superhirn. Da habe ich ja jetzt eben überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe ihn noch im Mediendingens gehabt im Kopf so und eigentlich wollte ich auf Annehmen klicken. Hab mich wohl verlesen. Hi, Volker. Schön, dass du auch da bist. Kurze Pause. So, lesen wir noch schnell. Volker wurde befördert zu Hochstapler. Hey, hey, hey. Hecke Pläne aus, Betrüge und Schwindel, was das Zeug hält, um gutgläubigen Sims das hart verdiente Geld aus der Tasche zu ziehen. Für diesen Job musst du geistig auf der Höhe und in der Lage sein, andere zu überzeugen. Ich glaube, wir sollten unser Lügendetektor mal aufstellen. Unser Lügendingsbums-Tralala, keine Ahnung. Ja, es wird dich jetzt keiner begrüßen können. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg Richtung Stadt, ne? Tschüssi. Musst du dir mal ein paar Minuten allein daheim die Zeit vertreiben? Aus dem Auto wird jetzt nicht rausgehüpft. Na, wenn ich das geahnt hätte, ne, dann hätten wir ihn mitnehmen können zu unserem Shopping-Ausflug. Aber ich glaube, Volker ist auch ganz zufrieden, wenn er mal seine Ruhe hat. Kann er sich in sein geheimes Kämmerlein verziehen und da vielleicht noch ein bisschen Zutaten mixen oder noch ein bisschen böse Zauber lernen? Was sie ja leider nie selber machen. Aber gut, können wir uns ja mal so denken, ne? Dass er dafür dann die Gelegenheit nutzt, wenn sonst keiner da ist oder vielleicht... geht ja auch was ganz anderes machen, da bleibt eurer Fantasie alles überlassen. So, und jetzt sind wir hier. Genau, das ist also Gertis feiner Zwirn. Ich muss mal kurz... Oh, ich bin schon unten. Mal scrollen. Ach, da ist auch so eine komische Statue. Nein, Jessica. Warum um alles in der Welt musst du eigentlich immer Tai Chi machen? Ehrlich, das ist der einzigste Nachteil an diesem schönen Urlaubsort Takemitsu. Du darfst mal die mechanische Statue angucken und ein Trinkgeld geben. So, du kannst mal, ja, darfst den auch angucken. Es ist nichts dagegen zu sagen. Du ganz genauso. Ach, du brauchst, glaube ich, noch Spaß. Kann das sein? Sie hat doch sie hat Kochen geguckt. Entschuldigung. Entschuldigung, kleine Maus. Ich hab gedacht, du hättest dir irgendwo Spaß einverleibt. Was kannst du hier machen, um Spaß zu kriegen? Gibt es hier irgendwas Tolles? Keine Ahnung, hier gibt es Klamotten halt, ne? Da geht's hoch, da geht's noch höher und da geht's ganz hoch und da gibt's was zu futtern, genau. Aber nichts für den Spaß. So ein Pech auch. Wow, sowas gemein. Ich bin doch im falschen Laden. Na gut, egal. Ist jetzt nicht schlimm, weißt du was? Dir Spaß machen könnte. Du guckst dir auch das Ding an und dann gehst du mit deinem Bruder noch ein bisschen, wie sag ich denn, anprobieren. Ach, ich kann mit ihm nur anprobieren. Ja, dann guck du auch diese Statue da an. Komm, geht dir erstmal alle Statue gucken und dann schicken wir Melissa zum Einkaufen. Ja, wir schauen uns die Statue an, die ihren Fuß festhält, ohne hinzufallen. Boah, das ist aber... Das ist eine Kunst, oder, Kinder? Könnt ihr das auch? Ach, jetzt wird über Bilder geredet. Okay, ja. Ui, da steht aber einer auf Melissa. Wer bist denn du?
Mirko Woll-Dingsbums. Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Oh, er hat sich bewegt. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Na, so eine Frechheit. Okay, passe mal auf, wen habe ich denn da gerade? Du kannst hier mal mit ihr ein bisschen quatschen, plaudern und reden. Nee, und unterhalten vielleicht noch. Und dann könnt ihr vielleicht eine Schneeballschlacht machen. Spielen, Schneeballschlacht, genau. Das ist hier perfekt geeignet. Wir sind ja voll im Schnee. Ist auch Schneeballschlacht ausgewählt, jawohl. Und du kannst mal da einen Schneeengel machen. Komm, tu du auch was. Und die Mama geht schnell mal einkaufen, ne? Gib dem Typ da endlich ein Trinkgeld und gut ist. Und dann gehst du hier kaufen für deinen Sohn. Alltagskleidung, kauf ihm was für eine Abendgarderobe, kauf ihm einen Schlafanzug, brauchen wir nicht. Badekleidung hatte ich gesagt, genau. Unterwäsche ist okay, Sportkleidung könnten wir noch mal gucken, Outdoor ist okay. Ja. Genau, ich glaube, das müsste soweit alles sein, was wir brauchen. Dann macht mal. Ja, dann geh halt einfach rein und kauf. Wenn du ihm kein Trinkgeld geben willst, ist das auch in Ordnung. Genau. Oh, guck mal, wie süß unser Alex einen Schneeengel macht. Goldig. Ja gut, du kümmerst dich mal um dich. Ich muss... Oh, kann ich nicht mehr? Mist, jetzt wollte ich auf Melissa hüpfen. Aber ich glaube, wir sind schon in dem Ich-kaufe-ein-Modus. Ja. So, wir haben ein Kind zu verdingsen, und zwar dieses hier. Das ist, das hat er wohl schon von selber drin. Ja, mal gucken, wir könnten auch mal hier wieder schauen, was es so an Sachen gibt. Hemden, ja, aber ich suche Pullis und die gibt es hier halt nicht in dem Modus. Das ist das Problem. Also wieder ab zu den Komplett-Outfits. Wie sieht denn sowas bei ihm aus? Ich muss immer das Grüne im Hinterkopf behalten. Das wäre auch nicht verkehrt, ne? Ich suche ja jetzt Alltagsklamotte. Das hat er momentan an, glaube ich. Das heißt, was für den Winter hätten wir ja schon. Als nächstes kommt Frühling und Sommer. Dann sollte ich vielleicht doch mal gucken. Moment. Dann gehen wir doch erstmal hier hin. Was hätte er denn gerne für eine Hose, Himmel nochmal? Gibt es auch ganz normale Jeanshosen oder so, sowas? Dann hast du... Nee. Die sieht besser aus, glaube ich. Die pack mal ein. Und dazu, vielleicht im Frühling ist ja noch nicht so warm, irgendein Hemd. Ich finde Hemden eigentlich manchmal auch nicht schlecht. Die Frage ist jetzt nur bei so einem Kind, das sieht irgendwie, boah, sieht nicht schlecht aus, wenn er denn nicht grün wäre überall. Muss mal überlegen, was passt zu grün? Das Blaue hier? Oder dann doch eher hier das Grüne? Grün, grün, grün sind alle meine Farben. So ungefähr. Oder sowas. Sieht ja eigentlich auch nicht schlecht aus. Ja, komm, warum nicht? Dann erkennen wir ihn doch auch direkt. Wir können ihm auch schwarz anziehen. Und die grüne Haut, das könnte auch gut aussehen. Ich nehme mal jetzt das da. So, das ist ein Outfit. Dann kriegst du natürlich auch noch was für den Sommer und so. Mal gucken, was haben wir denn da so? Kurze Sachen. Da haben wir schon was. Das, ja. Ach ja, er braucht auch noch Sportkleidung. Ja gut, die kommt noch extra, glaube ich. Eine Latzhose. Wir haben ewig kein Kind mehr mit Latzhose gehabt. Das wäre doch mal was. Unser Grünling in Grün mit Latzhose. Ja komm, warum nicht? Ich weiß, ich hänge mich jetzt an der Farbe auf, aber ich finde es witzig. So, was könnten wir denn noch für ganz normal anziehen? Irgendwas Lustiges. Was ist das? Was soll das darstellen? Weiß ich nicht. Das wäre natürlich auch gegangen mit Latzhose. Ich glaube, das sieht sogar irgendwie besser aus, oder? Ja, aber das Grüne passt halt irgendwie. Ich kann mir nicht helfen. So, und dann noch ganz normal Jeans mit T-Shirt. Das wäre auch noch cool, oder? Ich glaube, das Gelbe wäre nicht schlecht. Das ist normale Jeans. Das ist Blümchen. Nee, Blümchen ist doof. Also das Gelbe täte mir gefallen und sonst noch was. Oh ja, hier so. Das ist ein Diamant. Was ist das? Einfach nur blau? Oh, das sieht auch cool aus.
Das sieht doch eigentlich auch cool aus. Komm, dann nehmen wir noch das. Gut, zeig mal an, was hast du denn jetzt alles? Du hast das, das, das. Das ist so für Übergang, dann ist für ganz warm und da ist für normal. Jo, das müsste doch genügen. Komm, das nimmst du mal. Melissa, lass mich mal zu dir kommen. Danke. Achso, jetzt seid ihr da. Oh, wer ist denn das? Sally Palm. Kennen wir die? Oder Reim? Reim. Sorry. Ich hab mich vertan. Ja, wir werden euch alle gleich begrüßen. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Wir haben immer noch unseren Pollux anzuziehen. Was ist das jetzt? Abendgarderobe, ne? Oh, wir könnten ihn in so einen süßen kleinen Anzug packen. Finde ich ja cool. So einen grauen haben wir scheinbar schon. Aber der gerade ausgewählt ist, den finde ich voll schick. Den nehmen wir, Leute. Der ist cool. Den nehme ich jetzt. So, einmal. Genau. Zack. Sind die Kinder jetzt schon am Schneeballschlacht machen? Noch nicht, nee. Okay. Guck mal. Ah, Alex geht nach oben. Wahrscheinlich will er sich was zu essen holen. Entweder aus dem Automat oder da von dem Stand. Je nachdem. So, und das nächste. Auch immer noch Kind und immer noch männlich. Bade. Genau. Die zwei Hosen haben wir und die fand ich eigentlich ganz cool, aber die habe ich, glaube ich, seinem Bruder gegeben. Wir können jetzt wieder grün nehmen, ist aber langweilig. Ich nehme jetzt mal die Hose. Die finde ich nämlich auch ganz cool. Die wird gekauft. So, bitteschön und ab damit. Einmal einkaufen und dann haben wir, glaube ich, noch Sport, ne? Sportklamotten, ja. Genau. Und dann muss ich wirklich gucken, dass hier nicht jeder das gleiche trägt bei den Jungs. Aber dann, ja, sollte das gehen. Wir könnten, hätten natürlich auch im Urlaub noch Klamotten kaufen können. Vielleicht werden wir das ja für die Mädels dann nochmal machen oder so. Aber mal schauen. So, aber erstmal jetzt hier hin. Also, wir haben das Gelbe, wir haben das da. Finde ich ein bisschen doof. Es gibt keine langen Sportsachen für die Jungs, ne? Muss man ja mal so sagen. Ja, und das Braune, weiß nicht. So, blau ginge noch. Entweder so blau oder das helle. Das sind besser. Weiß ich nicht. Oder das türkise. Nee. Ich glaube, wir nehmen das da. Das nehmen wir jetzt. Genau. Ab in den Korb und einkaufen. So. Und dann gucken wir mal, was macht denn Alex? Aha! Er steht am Süßigkeitenautomat und überlegt, was er haben will. Na, dann kauf dir doch was. Weißer Cheddar-Cracker, geriffelte Chips, Macadamia-Kekse, Schokokrossis. Na komm, nimm dir ein paar Schokokrossis. Ist in Ordnung, du darfst. Kauf dir ruhig mal was. So, und da hinten wird schon gespielt, jawohl. Sehr schön macht ihr das. Gut. Ihr ist warm. Muss man ja auch mal sagen. Ihr ist warm. Okay. Pass mal kurz auf. Ich muss mal runter. Ist das jetzt? Ja, da sind wir. War da nicht noch ein Mädel? Du könntest die doch mal fragen, ob sie mitmachen will. Ach nee, die kannst du nur begrüßen. Das ist immer schade, ne? Dass man da nicht einfach mitmachen kann. Du knabberst erstmal deine Kekse. Du willst Schach spielen. Was? Wo willst du Schach spielen? Nö, du willst da einfach sitzen. Komm, Mädel, du könntest dich mal schnell umziehen. Du rennst immer in deinem Zeug rum. Geh, zieh dich mal um. Es muss nicht jeder sehen, dass du Tai Chi kannst. Mhm. Hä? Nee. Nicht zusammenstellen. Umziehen, habe ich gesagt. Umziehen einfach nur. Sorry. Hab mich wieder mal verdrückt. So, und dann kannst du mal, ach, was macht er denn jetzt, der Kleine? Okay, dann würde ich sagen, Taxi rufen. Und bei dir gehen wir jetzt mal, Outfit planen. Alltag haben wir, Abendkleidung, Outfit Sport und Outfit, Badekleidung. Das waren die drei. Komm, mach mal. Ja, wir wollen dann nach Hause. Ich hoffe, das haut noch hin in der Zeit. Och, Mädel, nicht auf die Straße stellen. Geh dahin. Komm, mach auch noch einen Schnee... Nee, nicht Schneemann, einen Schneeengel. Ja. Ein Schneeengel. So, da kannst du mal machen. Ah, können wir das noch schnell machen? Genau. Du bekommst diesen Anzug. Dann bekommst du das. Und hier bekommst du die tolle Hose. Oh, das steht ihm sogar gut. Ja.
Und das war's. Okay, prima. Und dann müsste jetzt eigentlich auch gleich ein Taxi kommen. Da ist es ja schon. Prima. Und alle nach Hause. Juhu. Einsteigen. Du auch. Jupp. Schneeengel ist fertig und komm ins Auto. Und Pollux kommt auch. Genau. Ja, komm, Anna. Wir warten auf dich. Wobei, Pollux ist noch langsam. Also kein Thema. Jo, und da haben wir einen kleinen Ausflug gemacht und zumindest mal ein paar Klamotten geshoppt. Und Pollux ist jetzt eingekleidet. Das heißt, alles bestens. Demnächst müssen wir halt dann nach Teenie-Sachen gucken im Sommer. Sind die ja dann dran mit ihrem Geburtstag. Und dann sollte das alles klappen. Muss ich halt nur immer gucken, dass hier... Ja, das hier mit der Zeit und so im Auge zu behalten. Apropos im Auge. Achso, nee, ich hatte ja erst Ende der letzten Sendung kontrolliert. Ich musste immer mal gucken, dass ich auch wirklich die Alterung wieder ausgemacht habe. Ja. So, tschüss denn. Wir haben genug Geld ausgegeben. Und ich glaube fast, ich gucke direkt nach, weil jetzt sind wir unterwegs. Ja, ich glaube auch, damit ist der Part schon wieder zu Ende. Haben wir jetzt gar nicht so viel gemacht, aber... Ich fand, das war mal ganz lustig, wenn Melissa schon nicht auf der Arbeit ist, dass sie mal mit den Kindern ein bisschen einkaufen geht, wir uns da den komischen Statuentypen angucken und ein bisschen Spaß hat es ja auch gebracht. Vor allem, Alex konnte sich ein paar Schokokrossis kaufen, ist ja auch nicht verkehrt. So, und Volker steht immer noch da und friert. Och Gottchen, ja, bist jetzt die ganze Zeit da stehen geblieben? Nein, du fängst jetzt nicht auch noch an mit deinem Tai Chi. Oh, du bist so unmöglich. Prima, ein Mitglied. Ja, wir müssen dringend... Boah. Ey, Anna, du hättest deinen Bruder fast nicht mehr rausgelassen. So, sind alle raus? Ja. Gut, pass mal auf. Melissa, du kannst hier mal mit deinem Mann reden, bewundern. Rückenkraulen kannst du mal machen. Dann kannst du mal mit ihm reden über das Einkaufen heute und über die Kinder und was weiß ich nicht noch. Ne? Das darfst du mal alles machen. So, die Kinderchen. Er kann mal aufhören mit seinem Tai Chi. So. Was wollt ihr und was braucht ihr? Du willst eine 1 bekommen und dich mit Pollux spielen. Okay. Ja, kommt, ihr seid gerade draußen. Ihr könnt ja auch nochmal eine Schneeballschlacht machen. So. Und du brauchst sowieso noch Spaß. Das ist gut. Und du brauchst im Moment nichts. Außer, dass du dann was essen willst. Was willst denn du? Ah, mit Sophia Freundschaft fürs Leben schließen. Das ist ein guter Wunsch. Den klicke ich mal fest. Und jetzt will sie kochen lernen. Eieieiei. Coole Sache das. Ja, gut, dann macht mal. Und ich kümmere mich gleich noch dann im nächsten Part um einen, Mädel. Ah, wo rennen sie hin? Moment, stopp. Ich muss nur gucken, wo die hingerannt sind, dann darfst du mitmachen. Nee. Okay, machen wir es andersrum. Wo ist sie denn jetzt da? Gratulieren, kämpfen. Warum wollen die kämpfen? Okay. Muss ich vielleicht noch mal ein bisschen die Zeit laufen lassen. Moment, stopp. Jetzt haben sie aber, glaube ich, angefangen, oder? Bitten mitzumachen. Genau. Jetzt kannst du da auch mitmachen. Und dann sollte das auch deinem Spaß zugutekommen. Ja. Und wir bereden mal kurz, was wir da jetzt alles... Oh ja, und an die Katze wird auch mal gedacht. Das ist schön. Das ist ein gutes Bild. Das heißt, ich werde jetzt hier auch erstmal wieder Pause drücken. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Shopping-Part ein bisschen gefallen. Und im nächsten werden wir einen Kleiderschrank kaufen für die Kids da oben mal. Und ja, den Tag noch angenehm verleben. Und dann geht's ab in den Urlaub. Ich freue mich schon so wahnsinnig darauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.